Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD-Fraktion begrüßt zwar die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Mittelanhebung für die freien Schulen, diese sind jedoch keinesfalls auskömmlich. Mit den Worten von Harry Westermann, ein Blick ins Gesetz fördert die Rechtskenntnis, schauen wir mal in die sächsische Verfassung hinein, Artikel 102. Das Land gewährleistet das Recht auf Schulbildung, es besteht allgemeine Schulpflicht. Für die Bildung der Jugend sorgen Schulen in öffentlicher und in freier Trägerschaft. Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet. Unterricht und Lernmittel an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft sind unentgeltlich, soweit Schulen in freier Trägerschaft, welche die Aufgaben von Schulen in öffentlicher Trägerschaft wahrnehmen, eine gleichartige Befreiung gewähren, haben sie Anspruch auf finanziellen Ausgleich. Halten wir also fest, freie Schulen sind den staatlichen Schulen gleichgestellt. Und auch wenn unser Verfassungsgericht keine Verpflichtung für finanziell identische Finanzierung von freien und staatlichen Schulen aus der Verfassung ableitet, aus sachlichen Gründen ist sie geboten. Und wir wollen bitte beachten, es geht nicht an, dass die jahrelang praktizierte Mangelverwaltung im Bereich der staatlichen Schulen mit flächendeckendem Lehrermangel und Schulschließungen ein Recht gibt, freie Schulen gleichfalls unterzuversorgen. Den verfassungsrechtlichen Bildungsauftrag an staatliche wie freie Schulen wollen wir also einmal gedanklich voraussetzen. Und dann liegt auch die Obliegenheit unseres Freistaates zur auskömmlichen Finanzierung freier Schulen auf der Hand. Lehrer müssen besser entlohnt werden. Während der Wartefrist, der Anlauffrist für neu gegründete freie Schulen sind 100% der Förderung zu bezahlen. Ausgleichszahlungen sind vollumfänglich rückwirkend zu tätigen, auch in der Zeit des verfassungswidrigen Zustandes, den das neue Gesetz nach unserer Auffassung unvollkommen zu schließen sucht. Zur Entlohnung der Lehrer. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Lehrer in freien Schulen bei gleicher Arbeit am gleichen Kind eine geringere Vergütung erhalten sollen. Es ist ungerecht und sachwidrig, dass der nunmehr vorgesehene Personalausgabesatz nur 90% dessen entsprechen soll, was an öffentlichen Schulen ausgegeben wird. Sofern die Staatsregierung meint, es sei Sache der Privatschulträger, selbst finanzielle Opfer zu bringen, durch Eigenleistungen, durch Schulgeld, um die restlichen 10% aufzufüllen, geht das an der Sache vorbei. Auch die Sachverständigen haben ihre Anhörung zum Gesetzentwurf über freie Schulen in freier Trägerschaft am 17.04.2015 ausgeführt, dass die Träger freier Schulen bereits finanzielle Opfer erbringen. Und nicht nur diese, sondern letztlich auch die engagierten Eltern von Kindern in freien Schulen. Es ist also keinesfalls so, dass die freien Schulen überalimentiert werden. Ganz im Gegenteil. Gemessen an den Ausgaben für Schüler an einer staatlichen Schule werden in der Realität für einen Schüler an einer freien Schule etwa 50-80% ausgegeben. Der Staat spart also, und das bei gleicher Bildung, wie er sie auch dem staatlichen Schulträger abverlangt. Die freien Schulen nehmen bereits eigenes Geld in die Hand und lassen viel Engagement über Eltern und Freiwillige einfließen, um optimale Bedingungen für ihre Schüler zu erreichen. Trotzdem können sich viele freie Schulen es nicht leisten, ihre Lehrer adäquat zu bezahlen. Und sie werden es auch in Zukunft nicht, jedenfalls nicht können, ohne wiederum diese Mehrsumme, über die wir hier reden, durch Schulgeld auszugleichen. Das geht zum Nachteil sozial Schwacher. Soweit nicht manche Eltern in freien Schulen, die vielleicht etwas vermögender sind, freiwillig einen Ausgleich leisten. Auch die Schulfinanzierung während der künftig dreijährigen Wartefrist nach der Gründung bis zur Anerkennung der freien Schule sollte auf 100% angehoben werden. Genügend Eigenengagement der Schulen bleibt trotzdem, denn diese, ihr Träger, haften persönlich für das Finanzierungskonzept und tragen das volle unternehmerische Risiko, in aller Regel mehrere 100.000 €. Wenn dann eine Schule nach 3 Jahren die Bestätigung für ihre Relevanz erhalten hat, sie erhält sie ja nur, wenn sie ihre Schüler zu 100% ordnungsgemäß ausbildet, dann ist es nur recht und billig, dass sie rückwirkend auch 100% der Fördermittel erhält. Für einen Strafabschlag gibt es keine Rechtfertigung. Darüber hinaus sind weitere Mittel nötig, um an die Schulen rückwirkende Ersatzzahlungen zu leisten. Es ist zumindest ein Ersatz zu leisten für die Schulen, die sich in der 4-jährigen Wartefrist befanden und befinden und gar keine Förderung bis auf die anteilige Übergangssumme erhielten. Das wäre nur recht und billig. Und bitte bedenken Sie, Sachsens, unsere Kinder, sie sind kein Kostenfaktor. Sie sind unser kostbares Gut, unsere Zukunft. In allen staatlichen wie freien Schulen, sie sollten auch gleich behandelt werden. Freie Schulen sind gegenwärtig unterfinanziert und leben auf Kosten der Substanz. Staatliche und freie Schulen im Verbund stellen einen Gleichklang
im Zusammenspiel eine wundervolle Grundlage für die sächsische Bildungslandschaft dar. Sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und aus diesem Grund sind auch die Mitwirkungsrechte in Gremien wie Landeselternrat, Landesschülerrat gesetzlich zu gewährleisten. Ich habe es gerade gehört, wir sehen der Ankündigung, das kommen wird, erwartungsvoll entgegen. Unser Appell heißt, an unseren Kindern und unserer Bildung sparen, heißt an Sachsens Zukunft sparen. Das halten wir für unverantwortlich. Im vorliegenden Gesetzentwurf für die freien Schulen muss eine auskömmlichere Finanzierung sichergestellt werden. Herzlichen Dank.